Ach ja, meine alte Nintendo Switch mit den The Legend of Zelda Skyward Sword Joy-Cons. Ein 2017er Modell noch. Aber ich dachte mir, das muss sich ändern. Okay. Und damit ein Hallo und herzlich willkommen, ich bin's euer PlayTV und begrüße euch zu einem Unboxing der neuen Nintendo Switch OLED im The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Design. Ja gut, machen wir mal die Packung auf. No, wird das was? So, perfekt. Ja, also, warum habe ich mir diese Edition gekauft? Ganz einfach. Das ist eine Switch, die sehr schnell verkauft war. Und was ich noch zusätzlich mir dabei gedacht habe, meine Switch ist ein 2017er Modell. Und deswegen wollte ich eine neue haben. Und die kam dann perfekt. So, hier sieht man jetzt mal den linken Joy-Con. Ein perfektes Meisterstück. Aber ist perfekt und cool. Also, genial. Jetzt gehen wir Richtung zweiten Joy-Con, den rechten Joy-Con, den ich um einen Ticken besser finde, weil das Weiß-Gold besser zusammenpasst als das Gold-Grün. Aber auch natürlich mega geil, dass es überhaupt eine Special Edition zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom gegeben hat. Und deswegen habe ich sie mir auch bestellt, weil ich ein großer Zelda-Fan bin. Und perfekt zu der Skyward Sword Switch auch noch dazu passt, weil meine Joy-Cons verlassen, da ist meine Switch nicht mehr. So, jetzt das neue Modell. Da oben jetzt nicht raus. Ah, da unten. Oh, perfekt. Ja, das neue Switch OLED Modell. Ich weiß ja, wie es ist. Meine Mom hat ja die Original OLED, die weiße. Und ja, schaut, da bin ich. Hallo. Ja, ist nachvertont, dass ihr gleich wisst. Und ja, ich finde, die OLED Switch ist echt ein gutes Update zur normalen Switch. Und natürlich, wer eine normale Switch hat, braucht nicht unbedingt das OLED-Modell kaufen. Aber wer eine noch keine Switch hat, kann sehr gerne diese OLED-Variante kaufen, die viel besser ist als die normale. So, jetzt sehen wir die komplette Konsole mit beiden Joy-Cons drauf. Eine Macht, diese Konsole. Wow, die sieht perfekt aus, aber so richtig. Auch von hinten mega geil. Ich finde auch hinten das Weiß mega cool, nur mit einem kleinen goldenen Akzent perfekt getroffen. Erste Schachtelschicht runter. Ja, hier haben wir das HDMI-Kabel, auch nicht gerade so wichtig. Dann das Adapterkabel, also das Stromkabel, brauchen wir auch nicht gerade fürs Unboxing. Weiter geht's mit dem mit dem Joy-Con Grip, wenn man die Joy-Con separat so als Controller haben möchte. Aber die ist ja eher egal. Aber hier ist sie, auch mega cool. Ich habe jetzt, glaube ich, zu viele von diesen, bin ich ganz ehrlich. Ja, so, dann kommen wir jetzt zu den Joy-Con Grips, wo wir sie in die Schlaufe reintun können. Oder die Hände in die Schlaufe und die Joy-Con separat benutzen kann. Auch mega cool, schön in Weiß gehalten. Mir hätte es auch mehr gefallen, wenn eine Seite davon Gold wäre. Damit wir wissen, wie man die rauf machen kann, aber so ist es jetzt auch nicht schlimm, sind halt beide gleich und identisch. Aber auch mega cool, mega geil, schaut perfekt und super aus. Passen auch zu meinen Skyward Sword Joy-Cons, weil die sind auch weiß, nur haben sie unten nicht goldweiß, sondern blau-weiß. Aber auch mega genial. Gut, dann würde ich aber jetzt sagen, gehen wir zum zweiten Highlight neben der Konsole und zwar zum Switch Dock. Die Schachtel, die kann mal verschwinden. Und wir gehen jetzt zum Switch Dock. Auch ein mega geiles Ding. Und ja, finde ich, das ist auch ein zweiter geiler Kaufgrund. Diese weiß-goldene Docking Station im Zimmer zu stehen zu haben, als Zelda-Fan, einfach nur genial. Auch natürlich die OLED-Variante mit eingebauten LAN-Port schon. Ist ja meine eigene erste OLED-Switch, das jetzt. Es ist die zweite im Haus, aber es ist die erste von mir selbst. Und auch ein mega geiles Teil. Jetzt tun wir die Konsole mal rein ins Dock und seht euch diese Kombination an. Die passt perfekt. Aber ja, ich werde jetzt noch schnell die alte Switch dazu packen
Und das wär's mit dem Video. Wenn euch der Part gefallen hat vom ersten Unboxing in meinem Leben, dann lasst doch ein Like und ein Abo da. Ich finde die Switch cool und würde dann sagen, tschüss, tschüss mit V. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, euer PlayTV. Servus. Let it go.